Herzlich willkommen, YouTube! Ich stelle euch heute Mindshow vor. Mindshow ist ein virtuelles Theater, in dem ihr hier zum Beispiel ein paar Figuren aussucht. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Alien hier. Das könnt ihr dann irgendwo im Raum platzieren und dann Besitz von ihm ergreifen. Einmal kurz für die Kamera lächeln. Gott, bin ich hässlich. So, danach könnt ihr die Figur übernehmen und etwas einspielen. Danach könnt ihr es ganz einfach abspielen. Hallo YouTube, Ibims, der Alien. Ganz easy und einfach. Ich habe für euch etwas aufgeführt. Viel Spaß bei der Show. Hallo liebes Publikum, ich wollte euch ein paar Witze erzählen. Ach, scheiß drauf. Kommt ein Pferd in eine Bar, fragt der Barkeeper, ey, was machst du für ein langes Gesicht? Okay, ich hab noch einen. Feiert ein Mann und seine Frau 60. Geburtstag. Kommt eine Fee vorbei und sagt, hey, ihr habt einen Wunsch frei. Sagt der Mann, hey, ich wünsche mir eine 30 Jahre jüngere Frau. Schwupps, ist der Mann 90. Und jetzt reicht's mir. Was ist eigentlich los mit euch Pennern? Ihr kennt auch noch nicht meinen richtigen Witz, wenn euch ins Gesicht geschlagen wird. Ich habe die Lage erkannt. Unser Patient hat sich mit Süßigkeiten vollgestopft, das erkenne ich hier. Und hat sich dann auf eine Kinderparty geschlichen, wegen Selbsthass, um sich dann mit Baseballschlägern verprügeln zu lassen. Das erkenne ich hier, hier und hier. Witze gefallen euch also nicht, ja? Wollt ihr lieber sowas sehen, hä? Wollt ihr sowas sehen? Hä? Sowas? Gefällt euch das besser, hä? Halt die Zicken, halt still. Es hilft alles nichts. Wir müssen notoperieren. Ich brauche Betäubung und Skalpell. Bitteschön! Das ist sehr unkonventionell, aber gut. Wo haben Sie denn Ihr Studium gemacht? In Guadalajara! Aha. Na dann, los. Komm jetzt mit, Tom! Komm jetzt mit! Die diskriminieren mich doch nur, weil ich eine Krankheit. Das stimmt doch gar nicht! Ich hab's mir doch nicht ausgesucht, eine Katze zu sein. Ich wäre wohl auch lieber ein Mensch geworden, Steve. Wieso muss das nur so kommen? Ach, Tom. Streichel dich. Ja, ich streichel dich doch. Ja, ich streichel dich doch, Tom. Wissen Sie, jetzt wo er betäubt ist, könnten wir unaussprechliche Dinge mit ihm tun. Kommen Sie ruhig herein, Herr Twinkie. Ihr Lebensgefährte ist bei uns im Krankenhaus in den allerbesten Händen. Das kann ich Ihnen versichern. Hier wird er gerade operiert. Dein Fleisch ist so köstlich. Der Alien! Ich hoffe, die kleinen Clips haben euch ein bisschen gefallen. Ich werde eventuell noch ein paar mehr abdrehen und sie die nächsten Tage veröffentlichen. Ansonsten sehen wir uns in den nächsten Videos. Bis dahin, euer Alien, ich meinte LionTube.